Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Dave the Diver. So, wir müssen uns wieder mal um das Menü kümmern. Aber zuerst mal wieder veredeln. Und den hier noch. So, und den da. Genau. Halt da unten rein, ne? So, jetzt werden wir mal hier schauen, dass wir das Zeug hier loskriegen. Was? Nee. Genau, den Clownfisch, den wir haben. Den Thunfisch will ich behalten. Oh, ich muss den Curry muss ich noch abliefern, genau. Und den Herrn. Und den lauten Gast. Ja. Und go. Da ist er, der vorlaute Gast. Ach du Scheiße, hör mal, stopp. Warte mal, Verwaltung. Wir tauschen das mit dem hier. Ja. Oh. Ah, Mann! So. Ist jetzt hoffentlich zufrieden. Ja, komm her. Das ist genau der Geschmack, an den ich mich erinnere. Oh, ich bin froh, dass es dir schmeckt. Das Essen weckt Erinnerungen. Einmal wurde ein junger Mann, der mit seiner kranken Mutter in meinem Dorf lebte, von einer Muräne gebissen, sodass sie nicht mehr ins Meer konnten. Ich war damals 12 Jahre alt und begab mich in die pechschwarze Dunkelheit, um der Muräne eine Harpune in die Kiemen zu jagen. Ich brachte ihnen die tote Muräne und die Mutter bereitete mir zum Dank einen Muränencurry zu. Der Gedanke an den freundlichen Blick dieser Frau treibt mir die Tränen in die Augen. Auf jeden Fall danke für das Essen. Das war fantastisch gekocht. Gut, Auftrag abgeschlossen. Ach ja, ich sagte ja, dass ich dir etwas Nettes erzählen würde. Das hätte ich bei all der Nostalgie fast vergessen. Besuch mich auf dem leeren Grundstück hinter diesem Gebäude. Okay. Machen wir, aber zuerst mal muss ich Bier hier einschenken. Das nicht. Käse hier. Auch nicht, oder? Nee. Sorry, aber irgendwie geht das hier gar nicht. Naja. Nicht so teuer. Hast du gut geschlafen? Gestern habe ich dir gesagt, ich will dir etwas Gutes erzählen. Nimm dein Boot und komm hinter das Restaurant.
Okay. Oh. Fischfarm. Was ist das für ein Ort? Ich sehe schon, du hast hart gearbeitet und täglich neue Fische gefangen. Ich habe eine Fischfarm gebaut und bin gestern nach nur einem Tag fertig geworden. Du hast einen Tag gebraucht? Jedenfalls, hier kann man Fische züchten und sie auch vermehren lassen. Ich kläre dir alles Schritt für Schritt, also hör genau zu. Komm erst einmal mit zum ersten Schritt. Okay, hier hin. Fischfarmen müssen den Fischen die richtige Umgebung bieten. Jeder Abschnitt beinhaltet Fische aus verschiedenen Meerestiefen. Hier kann man Fische züchten, die in tiefen Fischen 0 bis 50 Metern leben. Okay, bietet begrenzten Platz. Und maximal 100%. Okay. Da kannst du den Platz auch vergrößern. Gegen etwas Geld natürlich, ist klar. Kamera überwacht. Folge mir nun. Aha. Toll, oder? Ein Fisch hinzugefügt. Das ist wie ein Aquarium. Alleine schon der Anblick des Wassers hat etwas Beruhigendes. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck einer Fischfarm. Ich zeige dir, wie man sie Stück für Stück herausnimmt. Pass auf. Okay, wir können die Fische gleich von der Fischfarm zu Banjo Sushi schicken. Falls du einmal keine Fische fängst, weil du mit anderen Abenteuer beschäftigt bist. Okay, dann müssen wir nicht unbedingt immer Fische fangen, sondern können uns auf die Abenteuer konzentrieren. Das ist praktisch. Aber wie fügen wir den Farmen neue Fische hinzu? Wenn ich sie fange, sind sie schließlich bereits tot. Gute Frage. Du kannst Fische der Farm hinzufügen, indem du Fischeier einsammelst. Wenn du Fische lebend fängst, bekommst du manchmal auch Fischeier. Die Eier werden automatisch hergeschickt. Ach, noch eine Sache. Wenn du zwei oder mehr derselben Art hast, können sie sich auch vermehren. Verstehe. Ich habe je zwei Fische eingesetzt. Okay. Ja. Gehen wir zurück. Zu Sushi mal kurz, weil ich schnell was schauen will. Und den Laden irgendwie. Forschung. So, wo war jetzt das mit der Ausstattung hier? Unsere Deko mal ein bisschen Zwischenmesser. Okay, Lautsprecher. Ah ja, so sieht es nett aus. Ja, wir kaufen das Ganze. Füttern. Da freut sich der Kleine.
Angebot. Ja, müssen wir was tun, ne? Die Frage ist nur, wo das ist. Jetzt kommen die Thunfische wieder, oder? Ja, na klar. Moment. Ja. Ich brauche unbedingt Thunfischschalen. Ohne das geht's nicht. Naja. Jetzt kommen keine mehr, ne? Ah, das war so klar. Oh, da. Hier. Tiefer. Die Frage ist jetzt nur, wo wir die Sachen finden, die wir brauchen, ne? Hier muss so irgendwo das Schiff sein, ne? Tja, die Frage ist jetzt, dann sind wir falsch. Also müssen wir doch weiter rüber. Seepferdchen.
Oh, Vorsicht. Okay, doch eine Falle hinbauen, warte mal. Na. Hier vielleicht. Achtung. Alles kommen. Oh, Leute. Au. Schön bin ich da hin. Ah. Mein Gott. Sauerstoff. Hier, da unten Sauerstoff. Geh weg. Oder? Hm. Ah. Steinplatte habe ich hier. Okay. Nee, da ist nichts mehr. Könnte der sein? Könntest du sein? Neuer Fisch. Könnte der sein? Hm.
Oh, das für ein komisches Teechen. Hatte ich nicht. Seeschlange. Riesenriebenfisch. Ah, okay, ich muss ein Foto machen, warte mal. Jetzt pass auf. Bist du Fisch? Da. Ah. Mal. Auf geht's. Sag mal. Ah. Ja, schon klar. Warte mal. Jetzt komm. Geht doch. So, jetzt haben wir den auch erledigt. Doch immer noch diesen Amethysten. Huhn, nee. Ah, hier. Ui. Gottes Lachs, okay. Ja, ein Foto machen, ist auch nicht schlecht. Hier ist eine große. Da. Ja, aber ich habe immer noch nicht das, was ich suche. Oh Gott, das ist mir ein Hai. Nee. Hm. Nee, du lässt mich in Ruhe. Ist ein Pfeil.
Ah, da muss ich durchgehen, ne? Scheiße. Sehe ich die Bombe mitnehmen können. Ich depp. Eieieiei. Ja, ohne Bombe wäre es jetzt schwierig, ne? Käse. Huhn, den Huhn hilft auch nicht weiter. Jetzt kann ich nicht. Mann! Ich brauche hier irgend so eine blöde Bombe, bräuchte ich. Kriege ich aber nicht. Tja, nee, da geht's nicht. Blöd, das ist echt blöd. Au. Ah, da ist die Bombe. Mit Ball. Schnell rüber. Schnell runter. Ja. Alles klar. Schon hier vorbei. Warte. Ich komme nicht mehr runter. Hoch. Für nachher. Genau. Wegschwimmen. Glaube ich nicht, oder? Keine Ahnung. Ich brauche wahrscheinlich alle drei gleichzeitig, oder? Ah, nee.
Das wäre möglich, ja. Das könnte auch sein, ja. Alle drei gleichzeitig. Ja, deswegen waren es drei Bomben. Ah! Okay, wir gehen hoch. Halt, bist du das noch? Warte mal. Tür ist verschlossen. Meine Güte, diese Scheißviecher. Aua, nein. Ja, ja, ich weiß. Schnell weg. Hoch. Die Frage ist jetzt, war die Bomben für die Holztür gedacht oder für die Steine? Schwierige Sache wieder. Tiefste und längste Zeit. Was nehmen wir denn? Ja, weitere Fotos. Danke. Noch eins. Es geht nicht. Okay, dann machen wir es anders. Diesen Amethysten da. Das kennen wir. So. Let's go. Thank you.
Ich werde das nie kapieren. Nee. Das werde ich nie kapieren, nur. Sorry. Also noch schlimmer, oder? Ja, war klar. Ja. Halt. Was für ein Stress. Ich brauche noch mehr Personal, aber wir brauchen den Goldstatus, das ist das Problem. In die Cookstar-App mal gucken. So, die Folge ist nicht zu Ende. Was heute ist. Okay. Ah, er schon wieder. Sie haben sich vermehrt. Ja. Gott, was für Stress. Wir haben Herzen markiert. Okay. Du hast einen Sohn. Jetzt müssen wir den Sohn suchen, oder? Nee. Okay. Fein. So. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen da lassen. Abo nicht vergessen, rechts oben die Playlist. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.